Hamed Loco hat es wieder gemacht, Freunde. Ich habe es wieder gemacht. Ich habe mir ein Spiel runtergeladen, was wohl... Das ist schon der erste Fehler. ...wieder eine Kopie von FIFA sein soll. Und das soll, glaube ich, auch Messi sein da an dem Ball. Oh Gott, das soll Messi sein. Nein, das ist... Ja, da denke ich mir auch nur, so wie der guckt, so... Oh Gott, ist das schlecht! Oh, ich mag, wie der Torwart guckt. Also ja, das Spiel heißt Super Arcade Soccer 2021. Also Super Arcade Soccer 2021, das hört sich doch vielversprechend an, da hab ich richtig Bock drauf. Bist du dann nur ein Jahr alt? Also sollte es eigentlich gar nicht so schlecht sein. So. Lass uns einfach da rein und uns, es hinter uns bekommen, weil... Ich glaube, es wird wieder so ein Trash-Game. Okay, ich habe ein bisschen Hoffnung in dem Spiel. Ich meine, so schlecht sieht es doch nicht aus, oder? Drücke. Oh. Warte, was? Es gibt nur 4 Modi? Schnelles Spiel, Wettkampf, Training und eigentlich sogar nur Einstellungen. 4 Modi? Der geile Modus. Einstellungen. Let's go. Also es gibt nur 3 Modi. Der macht am meisten. Das Spiel hat mich 7 Euro gekostet. Ich habe jetzt gleich hoffentlich den Spaß von 7 Euro. Okay, es gibt verschiedene Kameraeinstellungen. Das heißt eigentlich was Gutes. Man kann die Dauer der Spiele einstellen und Musiklautstärke umstellen. Dauer der Spiele 3 Minuten. Das kann man wahrscheinlich bis 45 Minuten. Ist schon besser als FIFA, denn da gehen ja nur 20. Warum auch immer. Also eigentlich genau die Einstellung, die man braucht, geben wir in ein schnelles Spiel. Aha, okay. Und wir haben direkt Argentinien ausgewählt. Warte. Na sicher. Wie? Was ist das denn für ein Zufall? Gibt's jetzt Clubs auch? Das Spiel weiß, dass ich Argentinien-Fan bin. Ich nehme natürlich auch Argentinien und als Gegner nehmen wir einfach... Ja, geil. Mal. Die haben sogar Paderborn? Paderborn 07, einfach lizenziert. Mein Blick. What the fuck? Stell dir vor, die hätten Darmstadt. Bro, ich bin aus Paderborn. Nein, das sind zu viele Zufälle. Ich muss das nehmen. Das ist stabil. Du willst mich gerade verarschen. Oh nein, du bist mich am verarschen. Lionel Messi, Sergio Eguaro und Irere Lamela. What the fuck ist das? Angel Di Maria. Alter. Nicht schon wieder! Lionel Messi? Messi. Hört sich wie Pisse Lionel für mich an. Messe. Erik Lemala? Ich weiß nicht mal, wer das... Es ist Lamela. Ah, ja, okay. Das ergibt Sinn. Sergio... Eguaro! What the fuck, Mann? Alter, bester FIFA-Klon ever. Also jetzt pisst mich das Spiel an. Angel Di Maria ist im zentralen Mittelfeld und heißt Angel Di Maria? Okay, das geht noch, denke ich mir. Das geht Was noch, ist mit Brasilien? Gibrael Jesus statt Jesus Jesus. Felipe Cuotoni. Aber es ist okay. Hört sich für mich nach einem Italiener an. Ah, und hier, Richarlison heißt... Racielosin. Die Gegner haben besser einen guten... Racielosin. Racielosin hört sich an wie irgendwas Torwart von Harry Potter im Kasten, oder so. Wenn Reporto Formino eingewechselt wird. Keine Ahnung, ich habe keinen Harry Potter Film gesehen. Und jetzt das Allerschlimmste. Deutschland, bitte scheiß nicht rein. Tommy Wirner. Morka. Tommy Wirner, let's go. US. Ist das Marco Reus? Ich bin mir nicht mal sicher. Warte mal, das muss ein Fehler sein, oder? Warum heißt Emre Can? Hä? Joshua, komm ich. Emre Can. Da gibt's Oh nein! Schaut nicht auf die Bank, schaut nicht auf die Bank! Nakli Süle? Sirge Gnübra? Sirge Gnübra? Yo, das ist respektlos. Noki Schulz ist mein Favorit, eindeutig. Oder Yiluan Drexler. Yiluan Drexler, let's go. Oh, ich kann mir das nicht mehr ansehen. Ich nehme einfach Argentinien. Oh nein, guckt euch die Logos der Mannschaften an! Ich meine, BVB sieht eigentlich ganz cool aus. Eisen Berlin? Soll das Union Berlin sein? Union, richtig Schlage Gelsenkirchen. Schlage Gelsenkirchen. Köln sieht nice aus. RB sieht fresh aus. Und Borussia Mönchengladbach ist einfach eine Raute, mehr nicht. Aber was ist Footballclub Sinsheim mit einem Volleyball drauf? Was soll das sein? Ich weiß es Hoffenheim, wirklich. Ne? Spielen wir gegen Paderborn. Ah, man kann Trikots wechseln, immerhin. Argentinien gegen Paderborn. Das Auswärtstrikot. Wird auch das letzte Testspiel vor der WM für Lionel Messi sicher. Blau von ganz sicher. Also einfach nur blau? Nehme ich es nicht. Und wie sieht das Auswärtstrikot von Paderborn aus? Einfach dasselbe in weiß. Okay. Dann lassen wir doch beides auf Heim. Ah, okay, hier wird nochmal die Steuerung gezeigt. Ey, das ist doch korrekt. Warum nickt der Schiri die ganze Zeit? Ist alles gut bei dir? Oh nein. Oh nein, du willst mich verarschen. Oi. Aber geiles Konfetti schon mal. Okay. Ich bin so gespannt. Okay,
Das ist das Stadion. Ich bin so gespannt, wie das Gameplay jetzt wird. Die halten alle schön Abstand. Alles Corona-gemäß, okay. Und das sind auch gar keine Treppen, die stehen einfach. Einfach du fährst irgendwo. Einfach einmal durchs Stadion. Wie lange geht das Intro? Ja. Und warum nickt der Schiri wieder so sehr? Warum steht der Schiri vor allem in die andere Richtung, nickt die ganze Zeit und du musst einfach durchs Stadion fahren und kannst es nicht überspringen? What the fuck? Und der guckt direkt in die Kamera. Es ist ein bisschen gruselig. Und hat keine Ahnung. Yo, startet es überhaupt? Muss ich X drücken? Ich musste X drücken die ganze Zeit. Okay, jetzt fängt das Spiel an. Okay, gut. Geben wir unser Bestes. Das ist Lionel Messi. Und Sven Michel! Er heißt einfach nur Sven Michel. Ey, das geht fit. Messi gegen Michel. Messi gegen Michel. Okay. Lionel Messi. Lionel Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Natürlich. Ankara Messi. 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 Oh! Er wird komplett umgenockt und es gibt eine gelbe Karte. Die gelbe Karte ist einfach so groß wie sein Kopf. Warum ist der Kopf vom Schiri so groß? Das gibt eine gelbe Karte und... Er fragt, warum der Kopf vom Schiri so groß ist. Ich frag mich, Digga, warum ist die Karte so groß? Ich kann einfach nur eine Richtung vorgeben, mehr nicht. Okay, versuchen wir... Ja, Richtung reicht. ...zu bekommen. Mit Messi. Mit Messi. Und! Und! Und Schuss. Und er geht rein! Und er geht rein! Golasso! Jo, es gibt sogar eine Wiederholung. Wunderschön. Gut, einmal aufgetitscht und vielleicht der Torhüter ein bisschen lost gewesen, klar. Aber ja, drin ist das Ding. Torwart, obwohl, glaube ich, Messi jetzt mit rechts geschossen hat. Reaktion. Es gibt eine zweite Wiederholung. Ja, er hat mit rechts geschossen. Mhm. Es gibt eine dritte Wiederholung. Vierte. Ich glaube, du musst wieder überspringen. Also wiederholt es sich, bis ich X drücke jetzt? Ich könnte mir jetzt den ganzen Tag dieses Freistoßtor angucken. Das wäre doch mal eine sinnvolle Beschäftigung. Oder nicht? Und vielleicht mache ich das. Ah, ich mache das nicht. Okay, machen wir weiter. Yo, warum sieht das so seltsam aus, wenn er rückwärts läuft? Was macht der Schiri? Warum kommt der mir so nahe? Wie läuft der Schiri hier rum? Der Schiri schwebt einfach. Ich hab den Ball. Wer ist das mit den weißen Haaren? Oh! Klaus Cazula natürlich. Der Klaus ist klar, der flext jeden. Wow! Das war eine Grätsche? Warte mal, das muss ich nochmal ausprobieren. Eigentlich. Wow! Oh. Die fliegen bei den Grätschen. Grätsche sieht aber sick aus. Zwei umgenommen. Zwei? Und es war kein Foul. Aber was einfach macht der da, der mit den weißen Haaren? Wer ist? Aguero läuft einfach rückwärts schneller als er hier mit Ball vorwärts. Oh, das ist überhaupt. Es ist Aguero. Und er nimmt den Ball nicht mit. Es soll Aguero. Aber den Ball verliert er. Ich glaube, der Schiri hat irgendwas. Er nickt da, er bleibt da auch einfach stehen. Oh. Ja, der Schiri hat irgendein Problem. Das ist ganz klar. Der hat irgendwo hier. Okay, das muss eine rote geben. Das muss eine rote geben. Ah, es ist gelb. Nehme ich. Ah, super Annahme, Angel Di Maria. Aber dafür den Ball zurückerobert. Oh nein, Michel ist hinter uns her. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ist das Game schlechter oder vielleicht sogar besser als das diesjährige FIFA? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob ihr das... Michel ist hinter uns her und er knockt uns um. Nimm die Karte, Michel. Das war nicht brav. Boah, ich check immer noch nicht, warum der Schiri so einen großen Kopf hat. Aber Limela am Ball. Aguero. Oh. Was ist das für ein Jubel? Oh, was geht da denn ab? Oh. Die Jungs haben gejubelt. Ja, eine richtige Jubeltraube, alle sind da gemeinsam. Irgendeinem Teufelsanbeter-Scheiß. Ah, und ich kann mir wieder 17 Mal die Wiederholung den ganzen Tag anschauen. Okay, ich drück weiter. Oh, super Grätsche. Unhaltbar. Und ich werd wieder umgenockt. Wieder von Michel und das gibt eine rote. Und er läuft einfach runter. Okay. Und da war er sogar schnell. Ja, rot. Die Pfeife im Mund. Ich dachte am Anfang, das ist ein Bart. Oh Gott, das sieht so schrecklich aus. Er bewegt sich nicht mehr. Okay, ist nicht tot. Oh, und das war's. Ich hab gewonnen. 2-0. Das war nicht so schlecht. Easy. Wie sieht's mit dem Wettkampf aus? Neuer Wettkampf. Pokale. SAS Europa 2021. Okay. Mannschaft aus... Ah, Europameisterschaft ist das hier. Dann machen wir mal lieber Ligen. Gehen wir mit der Bundesliga. Deutsche Liga mit dem Bier. Also das Spiel ist sicher als Meme gemeint oder als lustig. Deutschland hat Deutsche Liga mit einem Bier drauf. Ja, das soll okay. Die Bundesliga sein. Deutsche Liga mit einem Bier. Oh, okay. Ist und bei Frankreich ist auch ein Baguette dabei. Baguette, alles klar. Ja, es ist anscheinend bei jedem so. Italien hat eine Pizza. England hat a cup of tea. Meine und ein Güte. Pferd, warum auch immer. Aber 7 Euro ist das Spiel. Spanien hat selbst 7 Euro ist das Spiel dann nicht die mehr. Deutsche Bierliga. Und spielen mit. Ah, Paderborn, weil die damals noch erste Liga waren. Deswegen gibt es Paderborn. Deshalb. Man kann die Mannschaft verwalten. Ich bin zufrieden so. Und man kann sogar Spiele simulieren. Wir haben verloren. Let's go. Machen wir das nächste.
Wir haben verloren. Das nächste, verloren. Immer nur verloren. Zwei. Verloren. Ah, zumindest jetzt verloren. Mal. Okay. Unentschieden, ja! Ah, gegen Hoffenheim ein Unentschieden und gegen Schalke verloren. Das war das Beste, ja? Ach, endlich! Wieder ein Unentschieden. Können wir auch ein Spiel gewinnen vielleicht? Oh, gegen Dortmund schon mal immer ein Unentschieden. Dortmund X ist ja, okay. Ja, gewonnen. 4-1. Endlich. Wie sieht die Tabelle aus? Und wir sind Vorletzter. Oh, 4-0. Nicht mal gucken, Letzter. Wie die Liga ausgeht. Unentschieden, das ist nicht schlecht. Das ist schlecht. 0-4 gegen... Nicht schlecht, das ist Leverkusen schlecht. Leverkusen verlieren. Und das ist wieder gut. Wir sind jetzt gerade immer... Immer noch 17, aber es sieht gar nicht so kacke aus. Immer noch voll. Gar nicht so kacke. 1-0 gegen Frankfurt gewonnen? Gib mir noch ein paar Siege. Gib mir noch ein paar Siege. 1-0 gegen Mainz? Okay. Gegen Bayern München 0-0. Wir dürfen jetzt nicht mehr Vorletzter sein. 15. Okay, wir verlieren gegen dieses Sinsheim. Was auch immer das sein soll. Und wir beenden die Liga auf dem letzten. Dem letzten Platz. RIP. Einfach RIP. Nein! Oh, da war noch ein Spiel! Oh. Wir sind Vorletzter geworden! Na super! Ja, wir steigen aber trotzdem ab. Vorletzter! Ich meine, ist das Spiel realistisch? Ich werde nicht lügen, ich werde das Spiel direkt wieder löschen. Ja, alles richtig gemacht, wenn du das wieder löscht. Bro, man konnte nicht mal zu... Ist wahrscheinlich am klügsten. Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das zocken würdet oder ob ich das mal zocken soll. Guckt euch gerne noch das Video hier an. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao!